Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Sims-Fans, zu einer weiteren Folge meines Let's Builds Familienhaus in Henford und Bagley. Mit dem Zusammenwachsen-Erweiterungspack und natürlich auch anderen. Ne? Wir hatten in der letzten Folge das Wohnzimmer gemacht. Und da sieht es natürlich noch ein bisschen kahl aus. Also zumindest die Schrankwand, die wir gebaut haben. Und da gucken wir mal, ob wir heute hier noch ein bisschen weiterkommen. Und da würde ich sagen, gehen wir mal in die Dekorationen. Und erstmal hier bei Gerümpel und dann gucken wir mal. Gerümpel, ne? Also ja. Wir gucken mal, was wir da hier jetzt so verwenden können, was wir noch in die Schrankwand reinstellen. Zum Beispiel könnten wir so ein Bild hier nehmen, ne? Das könnte man vielleicht auch hier hinpacken. Oder was ist das hier? Ist das ein Glasteil? Ja, nee, da können wir was anderes reinstellen. Wir stellen das Bildchen mal hier unten hin. So, da gibt es auch noch das Apfelbildchen, das können wir auch noch mitnehmen hier. Stellen wir das hier dahinter? Nee. Das stellen wir das auf die Seite hier. So. Und ja, was gäbe es denn noch so? Hier haben wir noch Bücher, die können wir hier reinpacken. Oh, das, ja, okay. Dann hätten wir... Kriegen wir die Bücher auch hier oben rein? Ne, die gehen bloß dahin. Und hier unten können wir sie auch nochmal hinstellen. Vielleicht hier nochmal. Nee, dort will ich sie nicht hin haben. Okay, dann nehmen wir die hier. Nehmen wir mal die Farbe und ja, man könnte auch noch die Farbe hier nehmen. So, huch. So, und dann sieht es trotzdem noch kahl aus, ne? Also, weil ich hier oben eine Strein kriege. Muss ich mal gucken, wie ich das machen kann. Jo, und dann hätten wir noch... noch so ein schönes Schmetterlingsbildchen. Naja, könnten wir das eventuell hier drüben mit reinsetzen? Ja, setzen wir das dort hin. So. Und hier haben wir noch eine Lesebrille. Die können wir eigentlich auf den Tisch packen. So ein bisschen, ne? So, das suchen wir uns mal noch ein bisschen was Hübsches raus hier. Spielesammlung. Eine Spielesammlung wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Nee, will ich nicht dorthin haben. Aber geht leider nicht hier rein, ne? Ist das dort hinten? Moment, ich muss hier nochmal gucken. Ja, dann packen wir sie hier hin. Das ist ja auch egal. Geht schon, ne? Hier? Ne, hier, hier passt. Na gut, wir lassen es hier. So. Ne, manchmal hat man ja an langen Winterabenden nicht immer Lust, draußen rumzulaufen. Da spielt man auch gerne mal ein bisschen. Ne? Das kann man da auf jeden Fall reinpacken. So, was haben wir hier? Buch der Scherenschnitte. Okay, was ist das? Leicht gebrauchte Lehrbücher. Hm. Oh, hier haben wir doch auch noch was. Das könnten wir vielleicht hier mit auf. Oh, da liegt die Brille ein bisschen im Weg. Kriegen die noch anders gelegt? Ja. So. Was haben wir denn da für Farben von diesem Teil hier? Oh, wir nehmen das mal so hier.
Okay, so, da hätten wir das. Was ist das hier? Rivalisierendes Sandohr. Noch lesen Korb. Naja, vor die Bildröhre will man das nicht stellen, ne? Nee, das passt jetzt hier nicht hin. Okay. Dann können wir das ja auch woanders noch hinstellen. Das ist ja auch kein Thema, ne? So, hier haben wir noch Schulmappen mit Buchstützen. Das passt eher dann fürs Kinderzimmer. Das ist für die Küche, das haben wir auch schon. Schachset, Schacherei. Und ja, hier haben wir noch ein hübsches Bildchen. Das können wir hier mit hinpacken. So. CD-Stapel. Ja, mal so ein CD-Stapel kriegen wir doch hier auch noch hin. So. Was ist das? Handy und Schlüssel. Okay. Antike Bücher. Okay. Naja, dann hätten wir das. Ach, was ist das? Zerlegtes Herzbrett. Herzbett. Gucken wir mal bei den Skulpturen, was wir da haben. Und da noch ein bisschen was reinpacken hier. So. Eine schöne Vase. Ach, die ist ja die. Boah, ne, die ist so wuchtig. Das ist, ja. Ich hätte ja gerne eine schöne Glasvase gehabt, aber da muss ich wahrscheinlich in den Debug, ne? Was ist das? Der kleine Pilz. Was ist das? Lama, Dame, Lama. Oh Gott, dann setzen wir die erstmal da rein. Wenn wir was Besseres finden, können wir da nochmal ändern. Katrina, die Puppe. Die ist. Nee. Ja, was mag ich auch nicht haben? Das Häschen. Hier haben wir ja auch noch so viel Luft, ne? Hier. Das Häschen, passt du hier rein? Das ist also groß, ne? Ne, das passt da auch gar nicht hin. Aber so ein Kätzchen, oh, die ist also groß. Na gut, man kann es verkleinern. Wartet mal. Das kann man ja verkleinern. Da können wir hier das Miezekätzchen hinsetzen. Ne? Dann den Hund. Den setzen wir hier drüben rein. Jetzt gucken wir mal noch nach den Farben. So. So. Und ja, was gäbe es noch? Pfadfinder-Trophäe. Die könnte man doch hier reinsetzen. Und ich denke, hier, wenn das noch geht, müsste man noch mal ein paar Bücher reinstellen. So, und was ist das hier? Schachpokal. Was könnte man hier noch so nehmen? Das steht dann auch wieder so vor der Nase, ne? Das braucht. Ich denke, wir suchen aus dem Debug mal noch ein paar Glasteile, Vasen oder sowas. Vielleicht finde ich da was. Ich will euch jetzt hier nicht mit der ganzen Sucherei so aufhalten oder langweilen. Und deswegen werde ich das mal außerhalb der Aufnahmen machen. Ne? So. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, Goldbaum. Goldbarren lässt man ja nicht so offen und sichtbar rumliegen, ne? Die Junior-Trophäe. Nee, also hier haben wir jetzt alles erstmal reingepackt, was geht. Wir gucken hier noch mal bei den Büchern, ob wir hier noch Bücher reinkriegen.
Wo waren sie denn jetzt? Hier. Klar, hier gehen die noch rein. Dann müssten die ja auch hier oben reingehen, oder nie? Nie da oben drauf. Ich will sie rein. Probieren wir das eben so. So, machen wir es eben so. Wenn er mich das nie anders machen lässt. Na, da haben wir hier die Bücher, ein paar CDs. Dann müssen wir eben hier auch noch gucken, ob wir noch ein paar andere finden. Dass wir nie immer dasselbe verwenden. Machen wir mal ein Stück kleiner. So. Dann packen wir die noch hier hin. Sieht zwar jetzt nicht gerade aufgeräumt aus, ne? Aber ja, mein Gott. Wenn es so aufgeräumt aussieht, da wohnt ja auch keiner hier, ne? Das will man ja auch nicht. So. Das, ja. So. Es soll ja ein bisschen belebt aussehen, ne? Was haben wir noch so? Jo, naja. Wir hätten das jetzt hier erstmal eingerichtet. Wie gesagt, ich gucke im Debug noch einmal nach, was wir hier oben an Gläsern reinstellen. Vielleicht schalte ich euch dazu, wenn ich was gefunden habe. Und ansonsten würde ich sagen, gehst du hier oben rein? Ja, das geht auch hier oben rein. Das setzen wir euch dorthin. Und das ist so riesengroß auch wieder, ne? Das passt. Passt das hier gar nicht rein? Nee. Okay, dann noch nehmen wir noch mal hier so ein CD-Set. Das müsste ja hier hinpassen. Und hier sind auch noch mal so antike Bücher. Die sind auch so groß. Die passen ja aber auch da nicht hin. Und na, dann nehmen wir die hier noch einmal. So, die machen wir auch ein Stückchen kleiner. So. Dann nehmen wir die Sorte. Okay. Da haben wir es jetzt ein bisschen bestückt, ne? Und ich würde sagen, eine Pflanze haben wir da schon stehen, aber wir könnten ruhig hier auch noch mal eine. Oder machen wir hier für die Kinder auch noch mal ein bisschen was zum Spielen. Das könnten wir doch machen. Moment mal, ich mache mal alles anzeigen. Und dann gehen wir in die Packs mit Zusammenwachsen. Und da gucken wir mal, was wir hier für die Kids noch finden, für die Kleinen, ne? Vielleicht stellen wir da auch noch mal eine Spielkiste oder so auf. Mal gucken. Aber wir könnten eigentlich das hier nehmen. Ja, das könnten wir eigentlich hier noch mit hinpacken. So. Was nehmen wir denn hier? Die Fischis. Ja, ich finde die Fischis ganz nett. So, da hätten wir da noch was für die Kleinsten. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir übers nächste Zimmer, ne? Ich würde sagen, damit hätten wir das hier eigentlich erledigt. Vielleicht können wir auch noch... Moment, wir können ja auch noch mal... beiden Pflänzchen gucken, ob wir da noch ein bisschen was finden, dass wir hier noch was hinstellen können. Ach ja, was nimmt man da? Was ist das hier? Botanisches Gesteck. Vielleicht
Vielleicht finde ich was Kleineres. Muss nicht so riesengroß sein. Das ist so groß, aber dann machen wir das ein ganzes Stückchen kleiner und vielleicht kriegen wir es hochgeschoben hier. Dann nehmen wir das Bild weg und schieben die Vase hier rüber. So. Ja. Na? So dachte ich mir das. Da würde ich sagen, haben wir es doch ganz nett eingerichtet. Wie gesagt, das hier mache ich noch. Und ja, was machen wir jetzt als nächstes? Den Flur könnte man ja mal machen, ne? Ich würde sagen, wir könnten auch den Flur machen. Gucken wir mal. Wandfarbe. Damit muss ich mich auseinandersetzen hier, was das hier ist. Das scheint vom neuen Update zu sein. Da habe ich mich noch nie weiter mit beschäftigt, aber das machen wir noch. Ich will ja das mal gucken, was wir hier für Wandfarbe benutzen. Was ist das hier? Nee. Ja, machen wir hier so eine helle, freundliche Farbe rein. So. Und jetzt wollen wir uns eine Flurgarderobe basteln, ne? Das macht Sinn, dass wir die, ja gut, wir haben zwei Seiten, wo wir es bauen könnten, aber ich würde mich für diese hier entscheiden. Stellen wir das erstmal hier hin. So. Eine Flurgarderobe. Wie machen wir die jetzt am besten? Das ist jetzt wieder aus diesem traumhaften Innendesign. Ne? Also ich habe da nichts dagegen, weil das sind ja schöne Sachen. Ach, da brauche ich die Bügel dazu. Okay. Ja, wie machen wir denn jetzt die Flurgarderobe? Erstmal würde ich sagen, brauchen wir so eine kleine Kommode. Aber da müsste ich vielleicht mal bei den Oberflächen Regale. Also hier haben wir das. Ja, das ist doch, ist das mit Bügel? Eigentlich schon, ne? Ja. Hier hängt das mal nicht ganz so weit nach oben. Man muss ja auch noch irgendwie rankommen. So. Und welche Farbe nehmen wir hier? Was haben wir hier für Farben zur Auswahl? So dunkel. Hier können wir ja eigentlich auch das hier nehmen. Was ist das? Und Schubladenregal. Okay, was könnten wir eigentlich? So. Machen wir das. Und dann gehe ich noch mal über die Zimmer. Und da hätten wir doch jetzt hier. Ah, ja, genau.
Das sind die. Das sind die Sachen hier. Aber kriegt man da auch ein bisschen mehr drauf? Nee. Nee. Und dann macht das ja eher Sinn als das bisschen Zeugs hier, ne? Da hängen wir die hier hin. Wir können ja verschiedene Farben benutzen. So. Und hier haben wir auch nochmal was. Das ist dasselbe. Was ist das? Ach, das war das. Hm. Und die hier? Ja, hängen wir das hier her. So, dass wir nicht immer dasselbe verwenden. Ne? Was haben wir hier für Farben? Nehmen wir das. Das. Und hier könnten wir ja. Ach, dann nehmen wir die hier. So. Da haben wir hier eine Garderobe. Dann stellen wir hier die Regenschirme mit hin. Hier oben müsste ich gucken, was wir hier reinpacken. Was ist das hier? Ein Rucksack. Oh, einen Rucksack können wir da auch noch mit hierher packen. So. Den können wir ja hier in die Ecke stellen. Hier so. Ne? Und hier drüben kommt dann der Spiegel hin. Da können wir doch richtig schön uns austoben hier. So, noch einmal in die Deko. Mache ich das jetzt hier am besten? Eigentlich, was haben wir denn hier noch so? Wir haben auch noch solche Schränke. Aha, den kann man. Das ist. Nee, hier, das will ich haben. Da ist noch ein Glasteil dabei. So. Und die Schränke unten drunter, oder? So. Das könnte man sogar übereinander setzen. Das ist immer nicht schlecht. Naja. Dann machen wir das so. Oben kommt dann noch der Spiegel hin. Ich finde das richtig tolles Kombi-Programm eigentlich. Ne? Also wenn man. Können wir hier noch die Zun-Schränke benutzen hier. Ist auch wieder wie eine Schrankwand, ne? Aber wir nehmen das jetzt für den Flur. Und wir packen jetzt hier noch einen Spiegel rein. Ja, Spiegel, was nehmen wir für einen? Der hängt so weit oben. Ne, das muss schon eine. Aber wir könnten eine Spiegelwand machen. Wir könnten so ein. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Oder wir machen es nur so. Das geht auch. Dass wir links und rechts noch ein paar Lämpchen reinhängen. Und hier können wir ja auch noch mal ein bisschen Garderobe reinhängen. Da können wir aber die Sachen hier benutzen. Ja. Wo nicht ganz so viel, ne? Hängt. Das kann man machen. Was ist denn eigentlich das hier? Nochmal zurück. Aber gut, das gehört eher ins Schlafzimmer, würde ich sagen. Ne? Dann machen wir die hier nochmal her. So. Und dann nehmen wir mal die Farbe. Und mal die Farbe. Okay. So.
Naja, dann machen wir hier Wandlampen. Was nehmen wir da hier? Was würde jetzt hierher passen? Die ist zu groß. Ein bisschen was Zartes, Zierliches. Was haben wir denn da? Ist also riesig hier, ne? Wenn ich die Kleider mache, was ist denn da? So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für Farben haben. So, machen wir es da, ne? Gut, und dann noch mal in der Deko. Hier gibt es ja auch noch Schuhe. Schuhe haben wir auch, aber die stelle ich jetzt hier nicht einfach oben rein. Ich glaube nicht, dass das gut käme, oder? Wenn man hier oben Schuhe reinstellt. Können sie mal machen, aber naja. So. Ihr könnt es ja mal so machen. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob euch das so gefällt oder nicht. Wie auch immer, Geschmäcker sind ja verschieden, aber ich würde sagen. Ja, machen wir das mal so hier. Die machen wir so und. So, okay. Mal hier oben Schuhe drin stehen. Ja. Wir stellen uns einfach mal vor, dass das neue Schuhe sind, ne? Und keine getragenen. So, ich wollte eigentlich gerne noch. Ich hatte doch vorhin mal gefunden den Schlüssel. War das bei den Skulpturen? Das ist denkbar, ne? Was ist das? Hier können wir ja noch ein paar Parfüms hinstellen. Das können wir ja auf jeden Fall machen, bevor man ins Haus verlässt, dass man sich noch mal ein bisschen mit Parfüm eindieselt. Ach ja. Und ja, ich glaube, das war bei den Skulpturen, ne? Da gucken wir dort mal. Ich hätte gerne den Wohnungsschlüssel oder wie auch immer, so eine Ablageform gehabt. Jetzt finde ich das wieder nicht. Vor uns hätte ich es mal rausgelegt. Ah, jetzt finde ich das wieder nicht. Schlecht. Nee, wo ist denn das? Wo habe ich das gesehen? Gute Frage, nächste Frage. Ist das umsortiert oder bin ich nur wieder blind? Muss mir niemand beantworten, die Frage. Geldkoffer gehört auch nicht hier hin, ne? Das sage mal. Kann doch nicht wahr sein. Das hatte ich doch vorhin gesehen. Und ich hatte noch keinen Debug auf. Wenn ich jetzt wüsste, wie das ausgesehen hat. Muss ich doch hier nochmal gucken.
Briefe. Ja, Briefe können wir auch nochmal hier mit hinpacken. Das macht nichts. Das ist so die Post, die wir reingeholt haben zum Beispiel, ne? Was ist das? Das ist aber nicht das, was ich suche. Ja Gott, nochmal, wo war das? Ja, hätte ich mal machen sollen, mir das rauszusuchen. Ich finde es nicht. Ich finde es jetzt gerade nicht. Das ist schlecht. Das ist. Die Brille haben wir schon. Was sagt man? Ich bin echt blind wie ein Maulwurf. Na gut, dann muss ich das mal gesondert suchen. Ich will euch jetzt hier damit nicht langweilen. Und ja, dann packen wir uns hier aber noch ein schönes Blümchen hin. Was ist denn das hier? Miniaturranke. Oh ja, dann nehmen wir das hier. Das sieht doch ganz nett aus. So, packen wir hier noch was hin. Ja, okay, ja, dann hätten wir das. Und hier oben muss ich noch mal gucken, was wir hier reinlegen könnten. In den Schrank. Ja, und jetzt brauchen wir noch einen Teppich. Da kann es ruhig ein bisschen ein größerer sein. Das ist die Frage, der Teppich ist auch immer sowas, wo ich mich ein bisschen schwer tue. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon 100 Mal gesagt, ne? Ach ja. Also Mini, ich will eigentlich ein bisschen einen größeren Teppich hier rein haben. Was ist denn das? Ja, kann man ja so machen. Nehmen wir hier, der hat eigentlich eine ganz nette Struktur. Jetzt müssen wir nur die Farben nehmen. Und so geflochten will ich das nicht haben. Nehmen wir den hier erstmal. Kann man ja immer noch ändern. So. So, dann gibt es ja hier bestimmt irgendwo auch die Schuhregale, die aus dem Base Game. Finde ich die jetzt hier gleich auf die Schnelle? Oder habe ich da wieder Tomaten auf dem Augen? Ja. Ja, das müssen wir ein bisschen anders rücken hier. Moment. Kleines Stück hier noch rüber. So. Oder wir stellen das eine hier auf die andere Seite. Das geht auch. So. Sonst sieht das so zusammengequetscht aus, ne? So. So, wo haben wir noch andere? Haben wir noch ein paar Schuhe? Hm.
Jetzt sehe ich wieder nichts, ne? Wie immer alles. Ja, ja, ja. Toll ist das hier. Ach, findet man es, wenn man es nicht braucht. Und wenn man es braucht, sucht man sich zu Tode. Wei, wei. Naja. So, die haben wir gerade genommen. Ja, hier sind sie doch, mein Gott. Schön hingucken, ne? Und ah, so, die können wir hier so noch ein bisschen schräg stellen. So. Und da haben wir die hier. Ja, machen wir so. Okay. Gut, und dann wollte ich eigentlich noch mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Wir können ja hier diesen Feuermelder oder was immer das hier sein soll, mal noch mit hinpacken. Jo. Und Dekoration. Da brauchen wir noch ein paar Bildchen an die Wand. Wir können ja hier so. Ah, das ist zu groß. Machen wir das hier noch so. Okay. Haben wir da Farben? Ja, haben wir. Dann nehmen wir das. So. Da kommt dann noch hübsche Bildchen rein. Ja. Und was stellen wir jetzt hier unten drunter? Waschmaschinen haben wir schon. Und da wir ja einen Hund haben, könnte ja jetzt hier was war denn das? Landhausleben oder war das? Was war denn das für ein Pack? Ne, Hunde und Katzen. Dann machen wir mal Hunde und Katzen und alles anzeigen. Ja, die Leinengarderobe können wir hierher packen. So. Dann der Hund geht ja vor die Tür, der braucht keine Toilette. Aber wir bräuchten die Spielkiste, können wir hier hinstellen, ne? Oder? Ist das eine Spielkiste? Jo. Kriegt er eine Spielkiste hierher? Und was haben wir noch? Wo ist denn das? Der Futternapf. Gibt es hier keine Futternäpfe? Müsste es doch geben. Das Hundebett können wir hier erstmal hinstellen. Das packen wir da erstmal hin, damit ich es nicht vergesse. Ne? Und ein Futtertrog. Wo haben wir denn die Futterträge? Bin ich blind oder was? Ja, die Frage habe ich ja schon mal beantwortet. So, dann können wir den ja hier herstellen. So. Nehmen wir den und ne, pink, ne. Naja, gut, dann lassen wir ihn in blau. Und da können wir das ja eigentlich unter die Treppe legen. Das geht auch. Ne? Man muss ja nicht im Wohnzimmer oder Schlafzimmer liegen. Der kann ja auch hier sein. So, und zwar nehmen wir hier wieder das schöne Motiv, was ich schon mal hatte. Wo ist es denn? Gibt's, ne? Oder habe ich eine andere Matte genommen? Ach, du liebe Zeit, wenn ich das jetzt wüsste. Wenn ich das jetzt wüsste.
Was ist denn das? Das ist ein rundes. Nee, ich hatte ja so ein eckiges Bett, ne? Hundebett. Naja, es kann ja auch mal eine andere Farbe sein. Es muss ja nicht immer dasselbe sein. Ach, wir nehmen das hier. So. Okay, dann hätten wir das. Ja, ihr Lieben. Da hätten wir jetzt wieder ein bisschen was geschafft, ne? Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin sogar jetzt der Meinung, dass ich das Haus jetzt hier alleine weiter fertig baue. Und ich euch dann halt das fertige Endergebnis zeige. Sonst wird das hier zu lang, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr bei jedem Einrichten oder so jetzt live dabei sein wollt oder ob es euch genügt, wenn ich das fertig mache und euch dann zeige. Auf jeden Fall danke ich euch aber erstmal fürs Zuschauen und für euer Interesse und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Je nachdem, wie ich es dann handhaben werde. Und ja, da wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und da wir jetzt gerade Urlaubszeit haben, wünsche ich euch auch einen schönen Urlaub, sofern ihr Urlaub habt. Und naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.